Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. Biedenkopf stand 11 Jahre an der Spitze des Freistaates Sachsen, der Höhepunkt seiner Karriere, die in den 1970er Jahren begann. Kurt Biedenkopf war 11 Jahre lang Ministerpräsident, eine Zeit, die Sachsen stark geprägt hat. Nun ist der CDU-Politiker im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Nachfolger Kretschmer lobte ihn als großen Sachsen. Biedenkopf wurde am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen geboren. Der Jurist und Wirtschaftswissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum wurde mit 37 Jahren der damals jüngste Hochschulrektor Deutschlands. 1973 wurde der Rechtsprofessor auf Vorschlag des damaligen Parteivorsitzenden Helmut Kohl Generalsekretär der CDU und galt lange als Hoffnungsträger der Partei. Später wurde er Kohls Rivale, und die beiden trennten sich. In den 1980er Jahren machte sich Biedenkopf erst mit der CDU in Nordrhein-Westfalen einen Namen. Ende des Jahrzehnts war seine politische Karriere im Grunde beendet. Doch die Wende in der DDR gab ihm die Chance auf ein Comeback. Der CDU-Politiker Lothar Späth überredete ihn, in den Osten zu gehen und sich um das Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen zu bewerben. Biedenkopf begründete später, dass er zusammen mit seiner Frau Ingrid dem Land dienen wollte. Viele Sachsen nannten ihn König Kurt. Auch eine Kritik an seinem oft als selbstherrlich empfundenen Regierungsstil und dem manchmal weniger taktvollen Umgang mit Parteifreunden. In Sachsen erfreute er sich jedoch bis zu seinem Tod großer Beliebtheit, auch, weil er sich trotz seiner westlichen Herkunft als einer der tatkräftigsten Verfechter der Interessen der DDR einen Namen machte. Nach Angaben der Dresdner Staatskanzlei ist Biedenkopf im Namen der Familie gestern Abend im Alter von 91 Jahren gestorben. Er ist mit seiner Familie friedlich eingeschlafen.